kalte Jahreszeit bricht an, der Advent und die Weihnachtszeit nähern sich. Kekse und andere Leckereien locken und nicht selten werden einige Kilos raufgefuttert. Was würden Sie als Diätologin vorschlagen, was man bei der Ernährung in dieser Zeit besonders beachten sollte? In dieser Jahreszeit ist es sehr wichtig, dass man die Verlockungen, weil man ja sehr viel im Haus hier aufhält, dass man die Verlockungen vielleicht nicht zu offensichtlich herumstehen lässt. Daher empfehle ich, dass man möglichst, wenn man etwas naschen möchte oder ein paar Kekse hat, dass man die hübsch und nett auf einen Teller sich anrichtet und anbietet. Auch positiv besetzt, dass man sagt, ja, das darf ich jetzt essen, und dann braucht man meistens nicht so große Mengen. Das Verlangen nach Süßem ist jedoch meistens sehr groß. Wie kann man seinen Appetit am besten überlisten? Ja, ich glaube, den Appetit überlisten, da tut man sich ein bisschen schwer. Ich denke mir, am sinnvollsten wird es sein, wenn man den süßen Appetit nicht gar zu stark aufkommen lässt. Das heißt, man genehmigt sich doch gelegentlich etwas Süßes. Dann ist der Appetit nicht ganz so in Gier-Richtung unterwegs, sondern man hat ein bisschen mehr die Kontrolle über sich. Ja? Appetit kann man meiner Meinung nach am besten überlisten, wenn man sich ein bisschen ablenkt. Wenn man hinausgeht, einmal an die frische Luft geht, und dann kann man wirklich mit kleinen Mengen den Appetit schon stoppen, aber es braucht dann keine übergroßen Portionen. Es plagt einen oft das schlechte Gewissen und man fühlt sich nicht mehr wohl in seinem Körper. Man probiert Diäten und oft kommt es zum Jojo-Effekt. Welche Diät würden Sie empfehlen und wie kann man sein Gewicht am besten halten? Meiner Meinung nach sind alle Diäten zum Scheitern nur verurteilt. Weil man nimmt sich ein ganz großes Stück Lebensqualität. Und Essen gehört einfach auch zu unserem Leben dazu. Und ich finde, gerade auch in den Wintermonaten, da ist einfach der Duft in den Häusern auch nach Essen noch einmal verstärkt vorhanden. Man kocht eher warme Sachen. Und sich dann immer diese schönen Sachen wegzunehmen, das macht auf längere Sicht eher nur Gier nach Essen und das hat überhaupt keinen Sinn. Spaß an der Diät kann man dann haben, wenn es überhaupt eine Diät ist, einmal in erster Linie, wenn man sich das erlaubt zu essen, was man gerne hat. Das heißt einfach, viel bewusster kleine Mengen zu essen. Lebkuchen, Vanillekipferl, Krapfen. Was ist die größte Sünde? Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Ich denke, Sünde ist alles nicht. Die Sünde gehört nicht ins Essen. Wenn man halt doch von der Sünde sprechen möchte, dann ist es für mich nur die Menge. Ja, wie ich persönlich meinem Winterspeck vorbeuge, genauso wie ich es Ihnen jetzt eben gesagt habe. Das sind die Tipps, die ich gebe. Die halte ich großteils auch selbst ein.